Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 mit der Family Dynamic Channel. Zurück bei unserer wundervollen Familie Fuentes. Ja, und heute ist der Tag der Tage. Heute werden wir unser Ehegelübde erneuern, beziehungsweise Noah und Nanami werden das tun. Da Noah sonst nicht mitkommen kann, will ich jetzt schon mal zur Hochzeitslocation reisen. Ich denke mal, das sollten wir dann ohne Probleme dort sein. Da kann der Kleine nämlich auch mit dabei sein. Ich finde es nämlich ziemlich schade, wenn er nicht mitmachen könnte, nur weil er ein Kleinkind ist. So, genau. Ich würde sagen, ich reise direkt mal hin. Ja, wir haben das Problem, dass es regnet. Also es regnet wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Okay, ich würde sagen, unter diesen Voraussetzungen lassen wir das mit der Strandhochzeit. Es ist echt schade und ich suche mir mal eben kurz eine andere Location für die Hochzeit. Okay, ich habe jetzt Plan B genommen. Ich habe gecheatet und zwar habe ich das Wetter von stürmisch Gewitter und eiskalt auf sonnig und warm geändert. Ich habe heute mal Wettergott gespielt, ausnahmsweise. Gut, ich muss mal eben kurz gucken. Oh, die Location ist echt hübsch. Die können wir uns gleich noch ein bisschen besser, genauer angucken. Aber ich würde jetzt hier mal ganz gerne die Hochzeitstorte platzieren. Ich hoffe, dass es. Könnt ihr dran auch schneiden? Ja, könnt ihr dran schneiden. Ich hoffe, die bleibt noch so lange. Können wir die ja nicht drauf tun? Dann muss ich wieder Tortenaufsatz wählen. Da. Nur mit Torte füttern. Süß, aber nein. Ja, bitte. So. Dann kannst du den einmal draufsetzen gehen. Und ja, die Torte hält sich nämlich noch so 1 Stunde 49. Ich habe ein bisschen. Ich denke, wir essen zuallererst Torte. Zuallererst werden wir Torte essen, ehe das hier schlecht wird. Los geht's. Genau, wir sind nämlich schon da. Und. Torte isst man, denke ich, erstmal danach. Aber ach so, apropos. Leute, ihr zieht euch jetzt hier erstmal um. So, dann wechselt mal kurz schnell alle eure Outfits. Oh, süß. Wieso seid ihr denn heute alle wieder so niedlich? Ja, ich mag das. Ich finde meine Sachen richtig schön. Gut, es sind alle Hochzeitsgäste da. Dann würde ich sagen, wir fackeln gar nicht lange, sondern gehen die Torte anschneiden. Genau, und zwar Hochzeitstorte. Wie mache ich das jetzt am besten? Wieso kann ich das nicht machen? Die muss ich in der Mitte einer Theke. Haben wir irgendwo eine Theke? Das Problem ist, wir haben hier halt keine Theke, wo wir das machen können. Das ist halt so ein bisschen ungünstig. Da müssen wir mal eine Theke bauen. Ich weiß nicht, ob man das hier irgendwo anders machen könnte, aber ich sehe es halt nicht. Dann baue ich halt einfach mal schnell eine Theke, ist jetzt nicht so dramatisch. Wir für Hochzeitstorte versammeln bitte einmal. Ich habe aber gelesen, dass alles noch ziemlich verbuggt sein soll. Deswegen mal gucken, wie weit das jetzt alles funktioniert oder halt nicht funktioniert. Hochzeitstortenaufsatz im Wensteiligen. Dann macht das erstmal. Vielleicht muss das erstmal runter. Und erst dann können wir zusammen die Hochzeitstorte anschneiden. Torte anschneiden mit Noah. Wir probieren es jetzt einfach noch einmal. Steht das Ding da einfach nur komisch? Vielleicht muss ich das nochmal woanders hinstellen, aber eigentlich. Scheitert es jetzt an sowas Einfachem wie einer Hochzeitstorte? Noah, vielleicht musst du das mal in Angriff nehmen. Ich wüsste auch nicht, wieso es nicht gehen sollte, aber. Okay, dann halt nicht. Dann würde ich alle sagen, einfach für Hochzeitstorte versammeln. Kommen dann alle her? Oder er nicht so? Und dann würde ich sagen. Nehmt euch einfach alle ein Stück Kuchen, ehe das Ding vergammelt. Wenn wir es jetzt nicht anschneiden können. Es sind nämlich nur noch 40 Sekunden. Los, Leute. Essen. Die Torte wird sich überleben. Sie werden alle ein Stück gammliches Torte essen. Du könntest dir auch ein Stückchen nehmen. Hör auf, da zu stehen und nimm dir Kuchen. Der vergammelt gleich. Essen die Kinder alle was? Genau, du kannst dir auch ein Stückchen nehmen. Schade. Okay, das hat schon mal nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber naja, was soll's. Leute, nehmt euch Kuchen, der ist in ein paar Sekunden verdorben, bitte. Okay, damit haben wir Hochzeitsschmaus. Torte anschneiden fällt damit leider aus, aber hey, man kann ja nicht alles haben. Hier könnten wir übrigens auch noch. Können wir hier Essen füllen oder sowas? Okay, ich weiß nicht, wie es. Vielleicht muss dafür aber auch wirklich eine richtige Hochzeit stattfinden. Vielleicht geht das auch nicht, wenn keine richtige Hochzeit ist. Ich meine, die Sims sehen eh alle nicht so toll aus.
Ja, und jetzt haben wir eine verdorbene Hochzeitstorte, was mega traurig ist, aber gut. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Aber dein Stück ist noch gut, bist du da ist, oder? Ja, wenigstens das. Dann hat wenigstens jeder von meinen Sünden ein Stück Kuchen gegessen. Was ja auch nicht schlecht ist. Okay, dann würde ich sagen, mehren wir gar nicht mehr lange rum. Du kannst, glaube ich, den Strauß, oder? Strauß festhalten. Dann hältst du ihn halt einfach in der Hand. Aber das sieht ja eigentlich trotzdem ganz süß aus, ne? Gut, Kinder, ihr geht mal bitte alle hier hin, damit ihr wenigstens in der Nähe steht. Weil das mit dem Versammeln soll ja nicht so gut funktionieren. Wo gehst denn du jetzt hin? Okay, du setzt dich wieder näher. Komm, du kannst wieder hier hingehen. Also, Sims, wirklich. Wieso musst du erstmal auf Toilette? Ich sehe schon, Leute. Es wird Chaos. Ich cheat das mal eben schnell. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr chaosmäßig. Okay. Dann machen wir jetzt mal. Für am Gang versammeln. Kriegt ihr das hin? Könnt ihr euch alle mal am Gang versammeln? Noah, könntest du dich hier hinstellen? Also, dass du dich vielleicht hier so hinstellst. Und Nanami, du läufst dann den Gang runter. Ich würde das nämlich mal gerne sehen, wie das ausläuft. Ich hoffe, du läufst jetzt richtig. Und wieso hast du dein Hochzeitssträußchen nicht mehr in der Hand? Ich dachte, du hältst den schön fest. Okay, sie stehen ja alle im Weg. Also wirklich das tun, was ich möchte, machen sie nicht. Aber das hatte ich befürchtet, weil das habe ich gelesen. Gut, wisst ihr was? Okay. Gut, dann setzt euch wenigstens. Könnt ihr euch wenigstens alle hinsetzen? Und dann an Hochzeit teilnehmen. Gelübde mit Nanami für Endes erneuern. Kriegt ihr das hin? Okay, ich musste sie mal kurz zurücksetzen. Jetzt scheint es aber zu funktionieren. Das ist ja schon mal was, oder? Ups, das wollte ich gar nicht. Dann können sie jetzt wenigstens ihr Gelübde erneuern. Ich weiß jetzt zwar nicht, inwiefern die anderen zugucken, aber hey. Also ich finde auf jeden Fall die Outfits wunderschön. Ich bin gespannt, wie das dann mit einer richtigen Hochzeit wäre. Ob das dann vielleicht alles so ein bisschen. Genau, was ihr aber noch machen könnt, ist der eheliche Kuss. Okay, dazu tauschen sie kurz Plätze. Ah ja, okay. Ja, gut. Oh ja, jetzt haben sie sich noch schön den Kopf gestoßen. Ah, oh, das habe ich jetzt verpasst. Ich werde das nochmal sehen. Was stand da? Du kannst dein Fahrrad zum Zusammenziehen lassen. Ja, ich weiß. Könntest du mal aus dem Bild gehen? Dankeschön. Ist das immer so, dass sie sich am Kopf stoßen? Das ist schon niedlich. Okay, gut. Gelübde abgelegt, ja, so mehr oder weniger. Also, sie haben es hin. Oh ja, das. Ich kann das noch nicht hochcheaten. Verdammt, wir können das alles nicht hochcheaten. Naja, wir können die Hochzeit ja noch abbrechen. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Okay, was machen wir als nächstes? Zeremonie für Trinkspruch versammeln. Gut, kommt. Versammelt euch mal für den Trinkspruch. Es ist einfach nur irgendein unzufriedener Haufen und niemand macht was. Das ganze System ist verbuggt. Ach ja. Gut. Dann gehen wir wenigstens tanzen. Oh, wir können zusammen tanzen mit den Kindern. Ich möchte Hochzeitstanz mit Nanami. Bitte, Noah, geh mit hin und mach was. Irgendwie habe ich das Gefühl, nur die Hälfte des Sims macht, was ich möchte. Und du bist jetzt noch nicht müde und boxt mal noch nicht rum. Gut, stopp, stopp, stopp. Geht mal bitte alle hier hin. Und zwar Zeit für den Hochzeitstanz.
So, jetzt haben sie auch ein bisschen was Schickeres an gestern, wo ich das gemacht habe, oder wo es, aber hatten sie ja nur ihre Winter, also nur ihre Winterklamotten an. Das war's? Wirklich? Langsam tanzen mit. Oh ja, wir können zusammen mit Mac tanzen und du könntest zusammen mit Dings tanzen, mit Eva. Schön, wie ich den Namen meiner Kinder kenne. Mit Musik wäre das natürlich besser. Ich plötzlich meine Musikanlage, weil wir haben jetzt hier, glaube ich, gerade niemanden, der für uns spielt. Oh, okay. Wir haben Geld bekommen. Veranstalte mit Sims. Ah, okay. Ah, okay, die tanzen dort hinten und nicht hier. Das ist aber süß. Aber irgendwie so wirklich motiviert, lange was zu machen. Ja, das ist gut. Ich meine, ich wusste, dass es buggy ist, aber dass es so buggy ist. Ja. Übrigens könntest du immer die Forest-Kinder noch kennenlernen. Übrigens, die Kinder könnten die Forest-Kinder kennenlernen. Ach, du kennst sie schon. Das wäre mal eine gute Sache. Du kennst Milan auch schon. Genau, die Forest-Kinder könntet ihr wirklich mal alle ein bisschen kennenlernen. Und du könntest mal deine Mama Hallo sagen. Mit ihr wenigstens so ein paar Kontakte knüpft. Kennst du auch schon die Forest-Kinder? Ja, ihr habt euch gerade mörder. Annabelle kennst du auch nicht gut. Die kannst du dir mal freundschaftlich vorstellen, wenn du stinkst. Du hast dir die Hosen gemacht? Och, Mädchen. Ich schiebe das jetzt mal aus, wirklich, wenn nicht, dass die Laune noch schlechter ist, als sie gerade irgendwie schon ist. Ich finde es traurig irgendwie. Es ist wirklich so schlecht. Ich meine, es sieht wunderschön hier aus. Es ist alles so, so schön, aber irgendwie. Wir können noch den Braut. Können wir noch den Brautstrauß werfen? Ich glaube, dazu ist es zu spät. Ich glaube, das ist schon abgelaufen. Leider. Doch, wir können Hochzeitsstrauß werfen starten. Okay, komm, das machen wir noch. Lass uns noch versuchen, den Hochzeitsstrauß zu werfen. Vielleicht funktioniert das. Ah, guck mal, doch, alle stellen sich langsam jetzt hinter ihr auf. Okay, ich bin gespannt, wie sie das werfen möchte. Auch nicht alle, aber ein paar. Na, da bin ich mal gespannt. Kann ich jetzt sagen? Ach. Wirfst du dann? Oder muss. Ja, okay. Macht sie gleich. Ich bin gespannt. Wenigstens knüpfen die Kinder ein paar Kontakte. Das war ja schon mal ganz gut. Okay, mein Name, ich bin gespannt. Wo läuft's denn jetzt hin? Die stehen doch schon alle so schön. Ich glaube, es weiß wieder niemand, was er so richtig machen soll hier. Ja, mein Name, du darfst nicht so weglaufen. Du musst den Leuten noch eine Chance geben. Okay, das war's dann mal. Das ist jetzt auch abgebrochen. Okay, also anscheinend funktioniert ja nicht. Wir können es ja nochmal machen. Probieren, wenn ich dann kann. Oh, das Ding halt im Laden verkaufen, ist mir auch recht. Ich kann nicht mal den Kuchen wegwerfen. Ich meine. Ich meine, der eheliche Kuss hat funktioniert, das war ganz süß. Aber. Ich meine, das andere gab es halt vorher auch schon, ne? Das Gelübde erneuern. Das ist jetzt halt nichts Neues. Und. Ja, ich meine, bis zur nächsten Hochzeit bei Mac ist ja noch ein bisschen Zeit. Und ich hoffe, dass bis dahin alle Fehler behoben sind. Ich bin ja positiv optimistisch. Ich will noch mal kurz einen Blick jetzt euren Kalender werfen mit euch, weil ich habe ja jetzt geplant, noch einen Familienurlaub zu machen. Den machen wir auch. Aber ich würde noch Weihnachten abwarten. Also wir haben hier noch Noahs Geburtstag und dann noch Max Geburtstag. Das ist nicht cool. Und dann würde ich dann gerne so die letzten 3 Tage des Jahres Urlaub machen. Ich dachte an Solani, da können sie so ein bisschen im Warmen feiern dann und haben dann so 3 Tage mal einen schönen Familienurlaub so zum Abschluss des Jahres. Und dann geht das neue Jahr dann direkt mit Nana Amis Geburtstag los. Und dann kommt Ostern und bis hier muss sie dann eigentlich auch sterben, weil Noah muss als junger Erwachsener alleinerziehend werden und ich will nicht, dass die sich scheiden. Das würde storytechnisch einfach nicht passen. Deswegen muss sie leider sterben, irgendwann im Laufe dieser Tage hier. Also hier in der Zeit.
Ach, ich will nicht. Aber jetzt feiern wir erstmal noch entspannt zusammen Weihnachten. Zwei Geburtstage auf jeden Fall, wenn nicht sogar drei. Und dann noch Weihnachten ganz entspannt zusammen. Und jetzt gehen wir zurück nach Hause. Ja, gut, der Tag war. Also ich habe mir gewünscht, dass es besser läuft, als wie es jetzt gelaufen ist. Ist es leider nicht. Aber die Nachbarschaft ist schön. Ich meine, man muss ja auch die positiven Dinge sagen. Die Nachbarschaft ist wunderschön. Die Location ist schön. Die Outfits sind schön. Der Rest war scheiße. Gut. Ja, dann ab nach Hause. So, und da sind wir wieder im kalten, verschneiden Hänfel und Bakley. Und du könntest dir ruhig wieder dein Bärenkostüm anziehen, weil sie hat irgendwie eine Stimmung, dass sie ein Bär ist und sie ist jetzt traurig, dass sie halt kein Bär ist. Und ihr solltet dringend da reingehen, weil draußen ist es kalt und es schneit und ihr habt nur eure dünnen. Ach nein, ihr habt euch schon umgezogen. Okay. Aber ich glaube, allen hatten sie eigentlich einen schönen Tag. Auch wenn es vielleicht nicht so gelaufen ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ich meine, sie ist hier schon sehr, sehr glücklich. Sie ist total verknallt und deswegen, ich sage, eine Scheidung würde einfach nicht reinpassen. Obwohl es das Einfachste wäre. Und Nanami nicht sterben müsste. Aber wie gesagt, das passt thematisch nicht. Und in Hinblick auf die nächste Generation mit unserer kleinen Meg. Sie wird sich ja leider scheiden lassen schon, weil sie betrogen wird. Und ich wollte das jetzt nicht so doppelt gemoppelt haben. Natürlich ist es logisch vielleicht, wenn die Eltern sich scheiden lassen, dass man ihn jetzt auch eher scheiden lässt. Aber ja, das funktioniert auch alles so, würde ich sagen. Und dann. Ach, es ist echt traurig irgendwie. Irgendwie will ich sie nicht wirklich sterben lassen. Aber gut. Muss halt sein. Gut, das Gute ist, dann kann Noah den Strauß im Laden verkaufen. Dann würde ich sogar vielleicht in der nächsten Folge nochmal so ein. Wir können jetzt leider nicht auch einen Hochzeitsstrauß anfertigen. Das können wir wahrscheinlich. Ah doch, können wir. Wir können jetzt mal Hochzeitsstrauß machen. Okay. Dann würde ich sagen, sogar stellen wir einfach Hochzeitsstrauß wie nichts her. Weil die Dinger bringen ganz gutes Geld. Und vielleicht verkaufen die sich gut im Laden. Und dann können wir in der nächsten Folge nochmal zusammen in den Laden gehen. Und dann halt auch noch ein bisschen Zeug machen. Also verkaufen. Ich habe auch ein Regal mit Noah hergestellt, mit dieser Maschine hier. Das könnten wir verkaufen. Und dann machen wir beim nächsten Mal so einen schönen Tag im Laden. Dann kann ich ja noch bis dahin so ein bisschen was herstellen. Und dann gehen wir dann am Sonntag noch mit Noah schön in den Laden. Und dann sind sie nur noch ein paar Tage bei Dienstag und Mittwoch. Ja, sogar nur noch einen Tag. Und dann haben wir dann schon bald zwei Geburtstage plus Weihnachten. Meg hat an Weihnachten Geburtstag, beim Winterfest Geburtstag. Das können wir ja beides ganz gut miteinander verbinden. Und da werden wir noch Elsa einladen. Elsa können wir auch schon hier einladen. Und eventuell auch die Forests und Manamis Familie. Ich meine, die sind ja auch ein Teil davon. Die kennt ja nur jetzt einigermaßen auch ganz gut. Ich überlege sogar, ob ich die Freundschaft ein bisschen hochschiete mit denen, damit er die nicht so schnell wieder vergisst. Weil gerade wenn dann Nanami tot ist, wäre es trotzdem cool, wenn man die Beziehung zu den Sims irgendwie halten könnte. Dass die halt auch ihre Enkel mal ein bisschen besuchen hier. Magnum und ihr Ehepartner. Genau, gut. Ja, ich würde mich an dieser Stelle recht herzlich für euer Zusehen bedanken. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und wir sehen uns dann in der 6.9. Folge wieder. Und ja, bis dahin. Bye bye.